Du hast meinem Vater gestrecktes Zeug vertickt. Ich werde dich finden, der Länge nach in Scheibchen schneiden und anschließend auf ein gebuttertes Brötchen legen. Hallo Open Mind, willkommen bei Ich hätte da mal eine Frage, dem Interviewformat mit Fragen genommen. Von waschechten Hatern. Hoffe, du hast vorhin noch einen dicken Jimmy weggequalmt. Das Jimmy. Wird jetzt nämlich richtig böse. Da ja, fällt mir ja fast das Mettbrötchen aus den Wurstfingern. Wer zum Fick ist Open Mind? Was zum Fick ist Open Mind? Also, Open Mind ist die Übersetzung von offenem Geist, würde ich jetzt sagen. Aber theoretisch ist ja eigentlich nur offen, also wenn man Open Mind ins Deutsche übersetzt, heißt ja eigentlich nur offen, so. Bist du offen für was? Aber es gibt keine richtige deutsche Übersetzung dafür. Aber das ist ja auch der Scheiße, die Antwort ist extrem lang, die ich gerade gebe, für so eine simple Frage. Aber Open Mind ist auch gleichzeitig der Name von meinem YouTube-Kanal. Weil ich immer sage, wenn man ein Open Mind hat, dann ist man für eine andere Drogenpolitik oder ist zumindest offen dafür, sich die Argumente anzuhören für eine andere, bessere Drogenpolitik, für eine liberalere Drogenpolitik. Wenn ich so lange rede, wird das reingeschnitten? Mensch, du bist mir so unwichtig, dass ich mir noch nicht einmal eine Frage ausdenke. Ist das gerade spontan? Ich frage mich immer, das hat jetzt irgendwie auf meine vorherige Antwort gepasst. So, ist das jetzt... Schlechtes Leben noch. War deine Mutter bei der Entbindung nicht high genug? Oder warum hat sie dich Arschgeburt nicht direkt in die nächstgelegene Mülltonne gepfeffert? Ja, also weil meine Mutter nicht high genug war, nehme ich ja jetzt Drogen. Weil wenn sie high genug gewesen wäre, dann würde ich für mein restliches Leben keine Drogen mehr nehmen müssen. Bedeutet Open Mind, dass dein Schädel offen und dein Hirn für immer auf Klassenfahrt ist? Mein Schädel offen auf Klassenfahrt. Ja, ich würde eher sagen, vielleicht Studienfahrt. Bisschen gehobener schon. Sind deine Videos deswegen so schlecht, weil du unter Drogeneinfluss schneidest? Sie sind so gut, weil ich unter Drogeneinfluss schneide, würde ich eher sagen. Du bist doch der Typ, der Drogen verherrlicht. Was bekommst du von deinem Stammdealer als Gegenleistung für diesen netten Service? Ich sag immer, Drogenverherrlichung... Ja, es gibt natürlich einige Aspekte an Drogen, die wirklich herrlich sind. Das kann man natürlich nicht vernachlässigen. Einige Aspekte sind herrlich, andere sind weniger herrlich. Ich nenne beide Seiten, würde ich sagen. Und ja, mein Dealer, der bekommt nichts, würde ich sagen. Gras kann rauchen, was kannst du? Gras kann rauchen, was kann ich? Wenn ich keine clevere Antwort hierauf habe, wird es dann hoffentlich sowieso nicht reingeschnitten, oder ja? Jetzt hab ich es. Du warst doch dieser unerfolgreiche Comedian, oder? Ja, genau. Also ich war mit meinem alten YouTube-Kanal Tanzbär und Simon nicht so erfolgreich. Aber vielleicht wird es ja noch was, weil ich hier jetzt eine Promotion bekomme. Also abonniert alle Tanzbär und Simon, das ist mein Comedy-Kanal. Schaut euch meine ganzen coolen Fake-Trailer an. Musst du dir diesen peinlichen Lebensabschnitt wirklich erträglich kiffen? Wie soll ich sagen? Also ich kiffe ja eigentlich gar nicht so viel. Es ist ja ein weit verbreitetes Missverständnis. Das letzte Mal, als ich gekifft habe, war tatsächlich an 420. Also jetzt vor mehr als 12 Tagen. Ziehst du dein Kokain eigentlich immer vom Arsch deiner Mutter? Vom Arsch von meinem Vater, wenn ich bitten darf. Also das... Von meiner Mutter, das wäre ja ziemlich krank. Wann setzt du dir endlich den goldenen Schuss, du scheiß Junkie? Ich frage mich immer, kommt das wirklich von Zuschauern? Das ist ja cool. Goldenen Schuss, wann setze ich mir endlich einen goldenen Schuss? Also, Heroin ist ja sowieso nicht mein Ding, aber ich setze mir vielleicht meinen goldenen Schuss Gras. Nächsten Dienstag, weil da bekomme ich... Du hast meinem Vater gestrecktes Zeug vertickt. Ich werde dich finden, der Länge nach in Scheibchen schneiden und anschließend auf ein gebuttertes Brötchen legen. Sehr explizite Fantasien, die du da hast. Also hast du schon wohl sehr genau über den Plan nachgedacht, lieber Hater. Nicht schlecht. Wann kommen endlich wieder unlustige Clips mit deinem unlustigen, fetten Kumpel? Ja, in einem Jahr, würde ich sagen. Genau eineinhalb Jahren, am 27. Mai. Vielen Dank für das Interview und jetzt verpiss dich. Luki schluckt schneller als sein Schatten.
Nicht schlecht. Ich fand's geil.